Und los geht's. Der Wochengruß, ist mein Kopf mit drin? Ja, mein Kopf ist zu sehen, wa? Der Wochengruß 22/18. Und ich sag's mal so, unter Trainerkollegen. Also, wenn Superman dein Assistent ist, dann hast du es geschafft. Das ist Matthias. Und wir haben gerade ein Masterwochenende hinter uns gebracht. Das war so schön. Und du warst Assistent. Und ich würde sogar sagen, du warst super Assistent. So würde ich das ausdrücken. Mit dem T-Shirt. Es macht einen Unterschied, was für ein T-Shirt der Assistent trägt. Es war richtig spannend. Thema war Freiheit auf den logischen Ebenen. Und wir haben dieses schöne Spiel gespielt. Ich bin nicht mein Stuhl, wo es darum geht, durch die logischen Ebenen durchzugehen. Ach, ich wollte auf die Zeit achten. Moment. Wo es darum geht, durch die logischen Ebenen zu gehen, sich auf jeder Ebene klarzumachen. Ich habe etwas auf dieser Ebene, aber ich bin es nicht. Ich kann meine Glaubenssätze ändern. Ich kann meine Werte ändern. Ich könnte sogar meinen Assistenten ändern und wäre immer noch ich selbst. Aber ich will es ja gar nicht. Also, wenn er was sagen wollte, er hätte die Möglichkeit, was zu sagen. Er hätte den Sprechlöffel, aber der Assistent genießt und schweigt. Also, ich kann das alles ändern. Und das Schöne an dem Masterstoff, was wir hier machen, ist, weil die Übung ist für mich die Essenz des ganzen Masterstoffs. Es ist die Freiheit, die Inhalte auf den einzelnen Ebenen zu ändern. Im als ob, vielleicht für einen kleinen Moment. Und auf die Art festzustellen, lohnt sich die Veränderung. Und wenn sie sich lohnt, dann kann ich sie auch im großen Maßstab anpacken. Wir hatten dann diese eine Übung mit Glaubenssätze verändern mit Submodalitäten. Und da auch eine Idee, die ich dir jetzt einfach geben will. Also ich vermute mal, du hast ein bisschen Ahnung vom NLP, dass ich das erzählen kann. Angenommen, du hättest die Möglichkeit und es gäbe eine Übung, die gibt es ja auch, mit der du mit großer Trefferquote deine Glaubenssätze ändern könntest und du hättest die Chance, irgendwelche Glaubenssätze zu nehmen und durch andere Glaubenssätze zu ersetzen. Was würdest du denn dann machen wollen? Und glaubst du, dass dann deine Ebene 4, die Glaubenssätze, wirklich besser wären? Also glaubst du, du würdest mit dieser Superpower der Glaubenssatzveränderung wirklich gut und verantwortungsvoll und sinnvoll umgehen? Ich finde das eine spannende Frage, weil diese Übung Mapping Across mit Glaubenssätze, Glaubenssatzveränderung, ich würde sagen, die wirkt so in ungefähr 50% der Fälle. Mhm. Und bei den anderen 50% wirkt sie nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass da, wo sie nicht wirkt, ist es eigentlich weise, dass sie nicht wirkt. Weil ich würde mir nicht zutrauen, dass ich alle Verästelungen in meinem inneren System so gut kenne, dass ich mit dem Bewusstsein alleine mir wirklich aussuchen könnte, was sind die richtigen Glaubenssätze. Ich bin froh, wenn es da eine innere Instanz gibt, die manchmal darauf achtet und mir vielleicht durch wunderbare Schwierigkeiten das Feedback gibt. Ralf, guck dir das nochmal an, ob das nicht vielleicht noch besser zu machen wäre. Dann hatten wir Logical Left Alignment. Mhm, das erwähnen wir gar nicht groß. LLA, wie wir gerade erfahren haben. In der Übung geht es darum, das ist eigentlich cool, es ist im Grunde die Übersetzung eines meditativen States ins NLP über die logischen Ebenen. Das ist eine der wenigen NLP-Formate, da geht es hoch bis zur Ebene 8. Ich weiß, Ebene 8 gibt es nicht, darum ist ja das Coole, dass wir da auf Ebene 8 gehen. Das heißt, wir gehen aus den logischen Ebenen raus und gucken uns die ganzen logischen Ebenen von dissoziiert an und bauen oben eine spirituelle Ressource auf, die wir mit allem verbinden. Und die Idee von dem Format ist, wenn man das regelmäßig üben würde, dass man im Alltag dann mehr und mehr die Verbindung hätte zu dieser Ressource. Und da bin ich schon wieder bei Superman. Ansonsten war für mich auch sehr spannend an diesem Wochenende. Ich habe dann einmal rumgefragt, wie ist es denn mit dem Erlebniswochenende am 2. und 3. Juli? Weil es waren einige angemeldet und einige waren nicht angemeldet. Und ich habe schockierenderweise erfahren, und das gibt mir wirklich zu denken, mehrere Leute meinten, welches Erlebniswochenende. Und das fand ich wirklich verrückt, weil meine Welt war, ich spam euch schon zu mit Erlebniswochenende, Erlebniswochenende, Erlebniswochenende. Und nur erfahre ich, dass es gar nicht so wenig Leute gibt, die sagen, welches Erlebniswochenende. Und dann sage ich, ich habe dir doch dazu drei E-Mails geschrieben, da kommt die Antwort drauf, ich lese deine E-Mails nicht. Das heißt, meine Frage ist, ich habe überlegt, Hausbesuche. Wie wäre es, ich komme zu dir zum Tee,
vorbei. Ich klingel demnächst überraschend und erkläre dir alles, was wir so hier im Angebot haben. Und vielleicht bringe ich Matthias mit, weil dann kommen wir auch durch geschlossene Türen mit Laserblick und Ähnlichem. Nee, aber ganz im Ernst. Ich werde das nochmal irgendwie überdenken und auch um Feedback bitten. Wie viel Information auf wie vielen Kanälen ist so angemessen, dass alle damit glücklich sind? Weil das Dumme ist halt, gerade wenn man so sich an eine Gruppe von Leuten wendet, und ich wende mich ja an eine Gruppe von Leuten, die ehemaligen Ausbildungsteilnehmer primär, den einen, die haben es bei der ersten E-Mail schon verstanden und ab der zweiten ist zu viel, ab der dritten ist es wirklich zu viel. Die anderen sagen, ich bekomme so viel Informationen, so viele E-Mails, da müsste es quasi die 10. oder 15. sein, wo das ankommt. Da muss ich mich kalibrieren und da bin ich auch froh, wenn du mir Feedback gibst, dass es für mich klarer ist, wie viel Information auf welchem Kanal ist angemessen. Und deswegen nochmal zum Erlebniswochenende. Wie gesagt, 2. und 3. Juli. In Berlin, wir prüfen gerade mehrere Raumoptionen, je nach Gruppengröße. Wichtig ist, der Frühbucherpreis gilt nur noch bis Samstag, den 21. Mai. Das heißt, bitte, wenn du dabei sein möchtest, buche bis zum 19. oder 20. Mai, weil danach wird das richtig deutlich teurer. Danach wird es 100 Euro teurer und es wäre doch schön, du wärst dabei noch zum günstigen Preis. Kein Problem, ich gebe dir auch einen Platz zum teuren Preis, aber schlauer wäre es eigentlich, zum günstigen Preis dabei zu sein. Und Matthias ist dabei als Assistent. Wir hatten auch überlegt, wie das wäre, und auch du kannst eine Meinung dazu sagen, wenn alle vom Team so ein T-Shirt tragen würden. Also ich muss sagen, ich wäre ja voll dafür. Ich halte es dir. Ich mache jetzt, ich bin Assistent vom Assistent. Ja, super, genau. Mhm. Also ich wäre ja voll dafür, dass jeder Assistent ein Superman bzw. ein Wonder Woman T-Shirt trägt. Das würde uns besonders auszeichnen und man sieht sofort, wer die Assistentinnen sind. Und ja, also ich wäre dafür. Wir werden sehen, was passiert. Und wir könnten dann einfach für die Teilnehmer Lex Luthor T-Shirts austeilen. Ja, passt ja. Zu Superman. Richtig, genau. Ging es dir auch so, dass du bei den Comics die Bösewichter oft eigentlich viel cooler gefunden hast als die Helden? Ich meine, einer wie Superman, der ist im Grunde, irgendwann wird er langweilig, weil er ist immer gut. Aber die Variation, die Raffinesse, die immer Neuigkeiten, die waren eigentlich bei den Bösen. Definitiv. Also mir fällt spontan, also Superman versus Batman ein, oder aber auch, gut, da waren es jetzt eigentlich zwei Superhelden, die da zusammenspielen, oder eher auch sowas wie Batman und Joker. Da muss ich sagen, also ich fand den Joker fast noch geiler. Also gerade bei den Filmen, wenn wir ehrlich sind, bei den Filmen ist Joker die wesentlich coolere Figur. Und hast du diesen letzten Joker gesehen mit Joaquin Phoenix? Wo die Vorgeschichte vom Joker gezeigt wird? Brillanter Film, wirklich gut. Also eigentlich sind die Bösen die mehr die Tiefe haben. Ich überlege, den letzten, den ich gesehen habe, das war The Dark Knight mit Reese Fletcher als den Joker. Oh, der war auch wirklich cool. Brillant. Gut. Ich merke gerade, ich glaube, ich wünsche mir mehr böse Assistenten. Das lässt sich okay, also Erlebniswochenende. Komm einfach dazu, du lernst dort Leute kennen wie uns. Im Übrigen, eigentlich wollte ich heute mit einem Zitat anfangen und habe schon 7 Minuten, weil ich habe sonst mal mit dem Zitat aufgehört. Aber jetzt fange ich mit dem Zitat an, nach 7 Minuten. Ich habe letzte Woche ein Zitat gefunden, wo ich dachte, das passt so gut aus den anderen Zitaten. Das ist von Konfuzius, wenn Google recht hat, und lautet, ich sage es auf Deutsch, nicht auf Chinesisch, wenn die Worte ihre Bedeutung verlieren, dann verliert das Volk seine Freiheit. Jetzt war ich natürlich so drauf, dass ich dachte, na gut, jetzt sagt sich so leicht, aber ich frage mal Google, ob er das wirklich gesagt hat, weil du weißt ja so mit Zitaten, ne? Also ich meine, auch Leonardo da Vinci hat ja mal gesagt, pass auf, wenn du Sachen im Internet findest, vielleicht stimmt es nicht. Mhm. Und darüber habe ich geguckt und da war das so spannend. Ich habe dann gefunden, wenn Worte ihre Bedeutung verlieren, dann verliert das Volk seine Freiheit, verlieren die Völker ihre Freiheit. Da dachte ich mir, sei komisch, einmal das Volk, einmal die Völker. Und dann fiel mir ein, es gab einen Vortrag von Frau Birkenbiel über Chinesisch, weil sie sich ja mit Sprachen beschäftigt hat. Und dann meinte Frau Birkenbiel, dass im Chinesischen gibt es keinen Unterschied zwischen Einzahl und Mehrzahl. Die haben dasselbe Wort und das bedeutet zum Beispiel Baum und Bäume. Es gibt kein Einzahl, Mehrzahl. Mhm. Und in den Worten von Frau Birkenbiel war dann das Spannende halt, dass die Chinesen
Wenn Sie sagen, die Wahrheit, denken Sie automatisch Wahrheiten. Deswegen ist für Sie in Ihrer Philosophie nicht so vorstellbar, ist auf seiner Wahrheit oder auf seiner Meinung zu bestehen, weil es gibt davon immer mehrere. Das heißt, ich könnte sagen, wenn die Worte ihre Bedeutung verlieren oder wenn das Wort seine Bedeutung verliert, verliert das Volk seine Freiheit, oder verlieren die Völker ihre Freiheit. Und dann fiel mir auf, ich meine, bei 4 Nomen, die da drin sind, kann ich 16 Kombinationen machen. Und einige sind richtig spannend. Wenn das Wort seine Bedeutungen verliert, dann verliert das Volk seine Freiheiten. Und das finde ich ja gerade cool, auch beim Thema Glaubenssatzarbeit, zu merken, ich bringe kleine Variationen in so einen Satz rein und plötzlich entsteht ein neuer Assoziationsraum und ich stelle fest, zwischen wenn die Worte ihre Bedeutung verlieren, verlieren die Völker ihre Freiheit und wenn das Wort seine Bedeutungen verliert, verliert das Volk seine Freiheiten. Boah, da geht ja ein Spektrum auf. Und dann hatte ich neulich geguckt, auf meinem heißgeliebten Numberphile-YouTube-Kanal, da gibt es Mathematik-Videos, da war ein Video von einem Mathematikprofessor, der sich sehr viel mit Kunst beschäftigt und der hatte da ein Video gemacht, 16 Minuten, über Mathematik und Dichtung und brachte eine Idee von einer französischen Literatengruppe, N plus 7 heißt das. Das sieht folgendermaßen aus, die sagen, nimm bei einem bekannten Gedicht die Nomen, deswegen N, und dann guck ins Wörterbuch und zähl 7 Wörter weiter und nimm das 7. Wort und setze es ein an der Stelle, wo das Wort war. Dann kommt Quatsch raus, das ist klar. Aber, und das ist cool auch fürs NLP, dann hörst du die Struktur des Satzes viel besser, weil der Inhalt rausgeht. Und das haben wir auch dieses Wochenende ja gemacht. Ich habe das mehrmals gesagt, wenn ich zum Beispiel Leute frage, im Ressourcen erweitern. Hast du dafür eine Metapher? Die sagen, was meinst du mit Metapher? Und ich sage, eine Metapher meine ich so weit wie irgendeine Art von bildhaft, Vergleich ist es, Wacock mit bunten Begriffen, also es ist nicht so abstrakt. Viel besser ist, wenn ich sage, na, ich meine sowas wie das war ein Gefühl, wie wenn ein Schmetterling auf dem Mond in den Sonnenuntergang fliegt, gefolgt von einem Dinosaurier. Und dann füge ich einfach bestimmte Worte aneinander, die völliger Quatsch sind. Aber die Form der Metapher ist jetzt klar. Und dann sagt jeder normale Coachy, nein, so war es nicht, es war eher so wie. Und das habe ich jetzt probiert bei diesem Satz hier, indem ich überlegt habe, ich gucke jetzt nicht, was das 7. Wort ist. Ich verschiebe einfach diese 4 Nomen um 1. Wenn die Freiheit ihre Worte verliert, dann verliert die Bedeutung ihr Volk. Und das ist auch irgendwie cool. Es gibt erstmal keinen Sinn, aber dann denkt man sich, wieso eigentlich nicht? Wenn die Freiheit ihre Worte verliert, dann verliert die Bedeutung ihr Volk. Oder, noch eine Kombination, wenn die Freiheit ihr Volk verliert, dann verliert die Bedeutung ihre Worte. Und das, ich finde es gerade schön zu merken, wenn ich diese Worte anders kombiniere, dann habe ich das Gefühl, irgendwie sagt das auch was. Für die Mathematiker unter euch, du kannst diese 4 Nomen auf 24 Arten anordnen, dann jedes noch mit Singular und Plural, es sind weitere 16 Arten, dann kommen 384 Variationen heraus. Ich frage das nächste Woche ab. Gut, jetzt noch ganz kurz die Vermeldungen. Ich weiß nicht, ob das Gute, wenn du daneben sitzt, das wird albern. Okay, ganz wichtig, mein Tipp, abonniere meinen YouTube-Kanal, weil ich kann nicht jede Woche neu schreiben, dass ein neues Video kommt und dann kriegst du es automatisch mit. Erlebniswochen habe ich schon gesagt. Habe ich auch schon gesagt. Jetzt, letzte Woche war Dagmar Lingen-Woche, ist euch aufgefallen? Weil am Dienstag kam der Podcast mit Dagmar zum Thema NLP-Anwenden im Alltag und Donnerstag hat sie dieses fulminante, super geniale Webinar gegeben über Resonanz und Manifestation im Alltag. Das war unsere erste offizielle Dagmar Lingen-Woche. Und da will ich sie mal einfach rühmen. Ich finde Dagmar Lingen großartig, weil die hat hier ja vor vielen Jahren ihre NLP-Ausbildung gemacht, Practitioner, Master, Trainer, Coach. Dann hat sie jahrelang alle Ausbildungen assistiert, mehrmals. Ähnlich wie du, aber noch einen Tick mehr. Und nachdem sie alles mehrmals assistiert hat, ist sie verschwunden. Und das finde ich gerade gut, weil so wird man erwachsen. Das heißt, du hast die Lehrjahre irgendwo, dann war sie weg, Wanderjahre, hat beim anderen Institut angefangen zu arbeiten als Trainerin,
dort ihre Erfahrungen gemacht, viele Practitioner gegeben und Master, Coach, Trainer. Und dann kamen sie irgendwann wieder hierher und konnte auf ein ganz anderes Niveau einsteigen. Und ich bin jetzt so froh, dass Dagmar hier mitmacht als Gasttrainerin in inzwischen allen Kursen, Practitioner, Master, Trainer, Coach, dass sie in Studio Jablonski mitmacht, regelmäßig Abende gibt. Und ehrlich gesagt, die Podcasts mit Dagmar sind die, du hast ja auch alle Podcasts gehört, sind die, die am besten ankommen beim Publikum. Die Leute schätzen sehr unsere Verschiedenartigkeit, was mich wundert, ich fühle mich auch als Erhandlungstyp, schätzen unsere Verschiedenartigkeit, schätzen die Augenhöhe. Das heißt, wir werden jetzt ziemlich sicher einmal im Monat werden Dagmar und ich einen Podcast über ein NLP-Thema machen. Das ist die Dagmar-Woche. Nächste Woche kommt am Dienstag ein Podcast, den ich zusammen gemacht habe mit Evi Anders und Krug über Humor. Da geht es darum, wie man das einsetzen kann. Und Donnerstag ist Caro mit Ankern oder Psychografie. Guck nach, Donnerstagabend ist Caroline. Ist wichtig, ist gut. Haben wir auch alles, da sind wir durch. Mittwoch geht der Coach los, dritter Block der Coach-Ausbildung. Machen wir Spiral Dynamics, systemisches Arbeiten, vielleicht ein bisschen Storytelling. Dann war es das im Grunde. Schön. Ach, das mit unter 10 Minuten hat nicht wirklich geklappt, weil du so viel geredet hast. Das stimmt. Gut. Dankeschön. Guck nächste Woche wieder rein beim Wochengrund. Ach, übrigens, wo wir hier eigentlich gerade sind, das ist der hintere Raum der Jablonski-Straße. Wir hatten dieses Wochenende ein Seminar, wo die meisten Teilnehmer auf Zoom waren. Die Gruppe hier vor Ort war relativ klein und bei eher kleineren Gruppen gehen wir in den hinteren Raum. Ich schwenke mal nicht, weil das hier so mittel aufgeräumt ist, aber wir können das nächste Mal vielleicht noch mal so ein bisschen zeigen, wie die Räume hier aussehen, in denen wir uns bewegen. Also das ist hier die gemütliche Ecke, in der wir auch normalerweise nach den Wochenenden, nach den Seminaren gerne noch zusammensitzen, in trauter Runde uns tiefe Witze erzählen mit ewigen Wahrheiten und manche trinken sogar ein Bier. Wir hören auf. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.